Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Heinz, herzlichen Glückwunsch. Zweites Testspiel der Sommervorbereitung, ebenfalls mit 3:1 gewonnen. Wie schwer war die Aufgabe heute gegen den FK Jablonec? Ihr habt sicherlich schwere Beine von den letzten Trainingstagen. Ja, also ich glaube, war heute keine einfache Aufgabe. Ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht. Der Gegner hat uns ein bisschen spielen lassen. Und ich glaube, das haben wir auch gut ausgenutzt. Wir sind gut in die Räume reingekommen. Wir haben ein gutes Spiel nach vorne gehabt. Wir haben gut auch die Tiefe belaufen, was wir uns davor vorgenommen haben. Also ist der Plan da ganz gut aufgegangen. Und ich glaube, jetzt von Spiel zu Spiel merkt man auch, dass es besser wird, dass flüssiger wieder wird das Ganze. Und ja, die Trainingstage tun uns auch gut, da holen wir uns die Kraft. Und ich glaube, das war heute wieder ein Schritt nach vorne. Ich habe jetzt auch Dinge gesehen, die halt jetzt noch nicht so gut waren. Ja, das Gegentor, sage ich mal, war recht billig. Ja, da war einfach zu leicht. Ja, verschiedene Torsituationen für den Gegner waren zu leicht. Ja, das ging zu einfach. Die Chancen, die sie sich rausgespielt haben, die Tschechen, waren aber also für uns viele positive Dinge dabei. Und ist dann wie ein Puzzle. Ja. Man sieht, okay, da ferner vorne ist schon gut drauf, ja, ist einfach torgefährlich, wie wir in der abgelaufenen Saison war, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Alexander Schmidt hat eine klare Vorstellung von Fußball. Wie viel sieht man schon von dem, was ihr da euch jeden Tag im Trainingszentrum in der AOK Plus Walter Fritsch Akademie erarbeitet? Ja, also ich glaube, heute hat man einiges davon gesehen. Wie gesagt, wir wollten die letzte Linie bespielen. Wir wollten von hinten raus gut Fußball spielen, was wir, glaube ich, heute ganz gut schon gemacht haben. Und dann immer wieder so Nadelstiche nach vorne mit einem geplanten Ball nach vorne und in den Rücken der Abwehr kommen. Und wie gesagt, ich glaube, das haben wir heute gut hinbekommen und haben wir auch ganz gut umgesetzt. Luca, herzlich willkommen in Dresden und vor allem in der Dynamo-Familie. Viel Erfolg für deine Zeit wünschen wir dir schon jetzt. Wie waren die ersten Meter hier auf dem heiligen Rasen im Rudolf-Habig-Stadion? Wie hat es sich angefühlt in deiner neuen Mannschaft? Ja, extrem gut, muss ich sagen. Also es ist beeindruckendes Stadion. Habe selten sowas gesehen bisher. Und ja, auf dem Platz hat es sich auch gut angefühlt. Die Jungs haben mich ganz gut integriert schon auf dem Platz. Viele Kommandos gegeben. Es war jetzt nicht so schwierig für mich, dann gut reinzufinden. Und ja, so stellt man sich vor davor. Ja, beim Luca hat man gleich nach zwei, drei Aktionen gesehen, was er für ein Potenzial hat. Einfach von seiner Körperbewegung, ja, seine Körpertäuschungen, ja, die Geschicklichkeit am Ball und auch das Herz gegen den Ball. Also er zieht nicht zurück im Zweikampf und hat Potenzial nach vorne, ging tief. Ja, ich glaube, wir werden noch viel Freude mit ihm haben. Ich denke, es ist klar, wir wollen den Ball haben. Ich glaube, die Philosophie vom Trainer passt da auch ganz gut mit überein. In einigen Aktionen hat man schon gesehen, dass das Spielsystem funktioniert und dass wir guten, kontrollierten Fußball spielen können, auch vertikal. Klar, wir sind jetzt in der zweiten Vorbereitungswoche und dass da noch nicht alles passt, ist natürlich auch klar. Das wird jetzt Aufgabe sein, im Trainingslager da Abläufe reinzukriegen, aber ich denke, das wird ganz gut klappen. Ja. Neben dem Fußballerischen muss man sich auch in der Stadt und im Verein wohlfühlen. Wie ist dein erster Eindruck von Dynamo Dresden, von deinen Kollegen und vor allem aber auch von der Stadt? Stadt extrem schön, muss ich sagen. Die Innenstadt erinnert mich ein bisschen an Freiburg, also da fühlt man sich ziemlich wohl direkt, nur alles deutlich größer. Mannschaft super nett. Erster Eindruck jetzt, kann man noch nicht so viel sagen, weil man noch nicht so lange dabei ist, aber ja, die versuchen einen schon gut aufzunehmen und das ist ganz gut. Jetzt geht es am Donnerstag ins Trainingslager, ans Eichsfeld in Thüringen. Wären das harte Tage für deine Mannschaft? Ja, das wären schon harte Tage. Ja. So ein Trainingslager ist halt einfach, es heißt ja Trainingslager und es werden viel Input kommen, es werden viele Einheiten auf den Platz kommen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir immer die richtige Dosierung erwischen und dass wir möglichst wenig verletzte Spieler haben. Aber es wird gearbeitet werden. Ja, es gehört dazu. Also ich glaube, jeder Fußballer lügt, der sagt, ich liebe die Vorbereitung. Bis von daheim weg. Klar ist auch mal erfrischend, irgendwie mal nicht die ganze Zeit daheim zu sein, aber ich persönlich bin gern daheim. Aber ich glaube, mit den Jungs wird es Spaß machen. Ich glaube, wir werden auch ein paar coole Sachen machen im Trainingslager. Wir wachsen da zusammen, also glaube ich, wird auf jeden Fall eine spaßige Zeit. Bleib gesund und mach uns bitte weiter so viel Freude, Heinz. Dankeschön. Danke.